Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 11. Januar 2020. Und auf der Titelseite heißt es: Kritik am Plan für türkische Schulen in Deutschland. Köln, Berlin und Frankfurt sollen dort Standorte sein. Köln, Berlin und Frankfurt sollen Standorte sein. NRW-Schulministerin Gebauer fürchtet, Zitat, diplomatischen Rabatt, Zitat Ende. Düsseldorf, Punkt. Die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat in der Diskussion um drei neue türkische Schulen in Deutschland die Bundesregierung aufgefordert, der Türkei in den laufenden Verhandlungen klare Bedingungen zu stellen. Zitat Anfang. Wer in Nordrhein-Westfalen Schule machen will, muss sich an die Spielregeln des NRW-Schulgesetzes halten. Zitat Ende, sagte Gebauer. Das Land gebe, Zitat, Rahmen und Grenzen vor und unsere Schulaufsichtsbehörden wachen über die Einhaltung aller schulrechtlichen Standards, Zitat Ende, sagte die Ministerin. Die Türkei will in Deutschland drei Schulen gründen und verhandelt darüber aktuell mit der Bundesregierung. Ein geplantes Abkommen soll den rechtlichen Rahmen für die Einrichtung der Schulen regeln. Analog zu den drei deutschen Auslandsschulen in Ankara, Istanbul und Izmir. Als Standorte seien Berlin, Köln und Frankfurt im Gespräch. Verhandelt werde aktuell über, Zitat, ein Rahmenabkommen der Gegenseitigkeit, Zitat Ende. Wo auch immer das herkommt. Gebauer betonte, das Land genehmige nur Schulen auf der Grundlage des NRW-Schulgesetzes und es gebe keinen, Zitat Anfang, diplomatischen Rabatt, Zitat Ende, für die Türkei, sagte Gebauer. Es gibt bereits drei deutsche Schulen in der Türkei. Außenminister Heiko Maas, in Klammern SPD, stellte in einem RTL-Interview ähnliche Forderungen. Zitat Anfang. Wenn die Schulaufsicht Zugriff hat, dann kann man darüber konstruktiv mit der Türkei sprechen. Zitat Ende. Er sicherte zu, Zitat Anfang, es würde nie ein Raum werden, in dem Dinge unterrichtet werden können, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen, Zitat Ende. Der eigentliche Grund sei, Zitat Anfang, es gibt deutsche Schulen in der Türkei, und die Türkei erhebt den Anspruch, ähnlich in Deutschland behandelt zu werden. Zitat Ende. Gebauer hält derweil die bestehenden Angebote für Türken in NRW für ausreichend. Das Land unterstütze, Zitat Anfang, gerade auch Menschen türkischer Herkunft. Gerade auch Menschen türkischer Herkunft bei der Pflege ihrer kulturellen Wurzeln. An öffentlichen NRW-Schulen werde herkunftssprachlicher Unterricht durch landesbedienstete Lehrkräfte angeboten. Zitat: Bundesweit nimmt NRW
hier eine Vorreiterrolle ein. Zitat Ende, sagte Gebauer. Von 936 Lehrstellen, die dafür zur Verfügung stünden, entfielen 403 auf das Fach Türkisch. Aktuell gibt es auch 745 Studierende im Studiengang Turkistik der Universität Duisburg-Essen. Die linken Außenpolitikerin Sevim Dagdelen warnte vor einer, Zitat, Indoktrination, Zitat Ende der Schüler, Zitat, es ist auf jeden Fall erhöhte Wachsamkeit gefragt, Zitat Ende, sagte die Abgeordnete. Das geplante Abkommen mit der Türkei zielt dem Auswärtigen Amt zufolge darauf ab, Zitat, die Rechtsgrundlage für die deutschen Auslandsschulen in Ankara, Istanbul und Izmir abzusichern, Zitat Ende. Solche Abkommen gäbe es mit über 20 Staaten. Wann die Gespräche abgeschlossen werden, sei noch offen. Ein Entwurf für ein Abkommen liege Hessen, Berlin und Nordrhein-Westfalen derzeit zur Prüfung vor. Die deutsch-türkischen Verhandlungen laufen offenbar seit Sommer 2019. Ausgelöst wurden sie laut Süddeutscher Zeitung durch die vorübergehende Schließung der deutschen Schulen in Izmir durch türkische Behörden wegen einer angeblich fehlenden rechtlichen Grundlage. MIT, DPA. Tschüss.